Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge oder zweiten Etappe besser gesagt der diesjährigen Tour de France in Pro Cycling Manager 2022. Ja, wir haben die erste Sprintetappe mit einer Windkante gegen Ende. Es geht von Roskilde nach Nyborg. Wir sind immer noch in Dänemark, genauso wie den Tag darauf. Und wir werden mit Sam Bennett, denke ich mal, für einen Sieg fahren. Ich weiß nicht, ob ich das actually schaffe, aber das gucken wir uns dann gleich mal an. Genau, ich werde hier noch ein bisschen einstellen und wir sehen uns dann gleich im Rennen. Und willkommen in Roskilde. Es geht gleich los mit der ersten Straßenetappe, wenn man das so sagen kann. Und uiuiui, die Tagesform sehen gar nicht so gut aus. Oh, ja, sorry. Ich will nicht, dass es euch schlecht wird. Das war's versehen. Benutze mal wieder diese Taktik. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Aber ich mache gerne hier einen sehr niedrigen Wert in der Führungsarbeit, sodass erstmal einfach alle nach vorne kommen. Sam Bennett, wen wollen wir ihn heute schützen lassen? Ich würde sagen, Mullen oder Kemner macht am meisten Mullen eher, oder? Ja, ich würde sagen Ryan Mullen. Und Konrad schützt einfach mal Vlasov just for safety reasons. Vor allem wegen der Windkante, aber genau. Sonst würde ich sagen, kann es jetzt erstmal losgehen. Und wir starten diese Etappe rein. Es sind knapp 200 Kilometer. Ist auch ziemlich nice hier, die beiden Iren. Es fällt mir jetzt das auf, tatsächlich. Es ist jetzt erst der Moment, wo es mir auffällt, dass wir zwei Iren hier in unserem das Squad bei der Tour de France dabei haben. Wir sehen die erste Attacke von Fedorov, Dachenese und Koretzki. Und unsere Nachführarbeit mit einem Effort von 10. Goldstein versucht jetzt noch hinterher zu schaffen. Ich glaube auch Spar. Nee, Sparak, die wird nicht. Honore aber. Honore? Nein, oder? Glaube ich nicht. Ja, doch, die machen eher eine komische Nachwehrarbeit, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, die wollen die wieder einfangen. Fragt mich nicht, wieso. Ich würde sagen, wir sehen uns da heute eher weniger aus, außer Gruppe. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht sehen wir uns da eigentlich. Deswegen können wir mal ein bisschen. Ja, das ist mies, deswegen mag ich das eigentlich dann doch nicht mehr so gerne. aber ich glaube, och, es tut mir echt leid, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich Pro Cycling Manager so richtig gespielt habe. Ich probiere es jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mehr Energie saved oder mehr verbraucht, keine Ahnung. Ja, es sieht erstmal ein bisschen gechillt aus, muss ich sagen. Aufs Erste, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber tatsächlich hier was nice ist, dass der gelbe Balken relativ schnell sich wieder füllt. Das war früher auch mal anders. Früher. Ich rede echt so, als wäre ich der absolute Veteran. Aber wie gesagt, also 2016 habe ich angefangen. Das ist tatsächlich jetzt schon 6 Jahre her. Also ist es nicht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn was Spannendes passiert. Also tatsächlich hat es jetzt Goldstein noch mit in die Ausreißergruppe geschafft, die aus 3 Leuten besteht. Kann man sich auch ähnlich so in echt vorstellen. Wir sind jetzt hier an der ersten Bergwertung. Es wird dafür gesprintet und es sieht nach Fedorov aus. Oh, es wird knapp. Ich denke, Fedorov hat es geholt, oder? Nein, Goldstein. Von links. Echt? Krass. Sah jetzt nicht unbedingt danach aus, fand ich. Aber gut, wir werden jetzt noch die zweiteren Bergwertungen haben. Und ich muss wieder darauf achten mit dem Wasser. Deswegen kurz mal einen kleinen Schock bekommen. Aber alles gut soweit. Ich denke, es wird gleich soweit sein. Ja, ich weiß, Chemnitz ist schwierig, aber gut. Tragen hier auch noch mit Schachmann das Trikot des deutschen Meisters. Auch das wird sich geändert haben.
bis eben tatsächlich wir den 2. Juli haben und diese Etappe tatsächlich stattfindet. Aber ich ja, nehme hier ein bisschen im Voraus auf, damit ich das auch irgendwie einigermaßen hinbekomme alles. Jetzt komm, Kemner, kämpf dich mal ein bisschen durch. Genau, natürlich aus dem Grund, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, ja jeden Tag dann aktuell eine Folge oder eine Etappe quasi hochzuladen. Deswegen muss ich hier einiges vorproduzieren, damit das irgendwie einigermaßen hinhaut am Ende. Ich denke, das ist verständlich. Also ich könnte es halt auch dann immer aktuell machen, aber ich glaube dann irgendwann wäre ich hinten dran. Und deswegen mache ich es lieber so, dass ich hier einiges vorproduziere. Das ist für mich dann doch deutlich entspannter. Ich glaube, wir können gleich wieder ins Zwischensprint gehen. Wir haben maximal 15 Punkte, es lohnt sich, würde ich sagen. Soll ich es mit Mallen machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mich da einfach an niemand anderen dran hängen. Also, ich werde es natürlich mit Sam Bennett machen, aber ich meine, quasi die Anfahrt für den Sprint. Ich glaube, die überlasse ich nicht Ryan Mullen, sondern werde gucken, dass ich da Hinterrad von jemand anderem finde. Mit Sam Bennett. Es sind noch 12 Kilometer. Hier ist Sprintwertung. 3 Minuten 40, denke mal, das ist absolut zu verkraften. So, 8 Kilometer. Ja, wir sind halt hier so ein bisschen gerade eingequetscht, aber ich denke, das geht noch. Ich guck mal, ob ich hier jemanden schon ausfindig mache. Van der Poel, naja. Matthews, weiß ich nicht, ob der selbst sprintet, weil die haben nur Sprinter in dem Team. Petersen haben wir hier. Garcia Cartina, glaube ich. Geis, ist es. Was? Die sprinten jetzt schon. Wir haben 6 Kilometer. Wieso? Was machen die da? Ich habe keine Ahnung, was sie gerade machen. Dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns ganz schnell das Hinterrad von Stuyven. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen. Oder nehmen wir Pedersen? Ich glaube doch, Stuyven wird Pedersen anfahren, dann machen wir das anders, dann stimmen wir das Hinterrad. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich kein Hinterrad annehmen? Was soll das? Mann, was ist das denn jetzt? Weil wir noch nicht an der 5-Kilometer-Marke sind oder was? Aber wieso fangen die denn jetzt schon an zu sprinten? Ich check's nicht. Wir haben doch noch Ewigkeiten bis. Also. Hier. 6 Kilometer. Ich check es gerade einfach nicht, was die da vorhaben. Die sprinten einfach schon. Keine Ahnung, Mann. Jetzt haben sie wieder. Was ist das denn hier? 5 Kilometer noch. Und ich weiß auch nicht, wieso das nicht klappt. Alter Schwede, ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, jetzt wieder Entspannung. Jetzt kann ich Petersen folgen. Da folge ich jetzt einfach schon mal Petersen. Sicherheit geht vor. Mal. Ich mal kurz automatisch für die. Nee, mach ich nicht. Mach. Ey, dass hier keine Lücke klafft, ne? Junge, Junge, ich check's einfach. Also, keine Ahnung, was das ist. Ja, wir kommen jetzt so ganz durch zum Hinterrad. Weiß auch nicht, ob das wirklich das Beste. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Grönewegen. Ich kann auch Grönewegen nehmen. Da komme ich jetzt gerade hinten dran. Petersen ist halt da. Grönewegen ist halt selbst halt auch noch einiges hinten, deswegen. Wird halt noch neben mir, Bro. Dann probier es mit Jakobsen. Ist es manchmal ein bisschen Krampf, bin ich ehrlich. Das ist doch Grönewegen wieder. Der besser aussieht, wird hier die Spur halt frei. Weil Mirko hat auch die Spur frei, deswegen. Nee, nee, Bro, 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 Bro. Jetzt bin ich noch hinter Roglic. Ich bin hinter. Weiß. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ist noch Zeit. Und jetzt sieht's gut aus, actually. Ich
bin hier bei 59 Stunden. Ich bin schneller als Jakobs. Ich verstehe diese Sprintmechaniken hier manchmal nicht. Ich bin ehrlich. Soll ich mich hinter Fanart hängen? Das ist gerade mal 56 Stundenkilometer. Also ich selbst sprinten. Sind bei einem. Nee, wir sind noch bei einem Kilometer. Ist noch zu weit, um selbst zu sprinten. Jetzt blockt mich auch noch Fanart. Ich werde. Viel zu viel. Soll ich hinter Fanart oder soll ich hinter Philipsen? Philipsen ist schneller. Sollte doch jetzt eigentlich dann die richtige Taktik sein, nevermind. Dann probier es jetzt selbst. Naja, ist auch mal so, ne? Optimal lief's nicht. Aber gut. Meilen kommen wieder her. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Und gleich wieder Wasser. So, wir befinden uns jetzt vor der Windkante. Und ich würde sagen, was wir machen werden, ist einen langen Zug mit unseren 8 Fahrern hier einzugehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob das irgendeinen Sinn macht. Ihr könnt auch da einfach nochmal, wenn ihr da Bescheid wisst, das mir in die Kommentare schreiben. Aber das wäre jetzt mal das, was ich probieren würde. So, Vlasov, unser Klassementfahrer. Dann setze ich hinter Sam Bennett. Genau, Sam Bennett, Anfahrer, sollte von Poppel sein. Würde ich sagen, kein schlechter Wert für einen Anfahrer. Also 78er bzw. heute 77er Sprintwert, schon ordentlich. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man sprintet, bin ich ehrlich. Weil ich meine, man müsste davor auch nochmal sprinten bei der 3-Kilometer-Marke. Das heißt, relativ deutlich wäre es dann Nils Pollitt. Ich glaube, würde auch so Sinn machen. Dann haben wir Schachmann. Schachmann, dann Kemner, dann Mullen. Und das Ganze wird angeführt jetzt erstmal von Patrick Konrad. Ich gehe mal auf die. Das ist wichtig, dass man hier das richtig auswählt. Erstmal auf die 85. Bei gehe ich 86. Ich glaube, das erste Mal, dass er mal ein bisschen hier vorfährt. Bisschen mehr noch. Dort bitte. So, 85. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier. Uiuiui, ich glaube, ist ein bisschen schnell vielleicht. Die sind ja schon ein bisschen davon fahren. Hier sieht man, woher die Windkante kommt. Nämlich von dieser großen Brücke und jetzt gehe ich doch auf die 85. Genau. Ich glaube, es wird auch in echt ziemlich cool. Also da freue ich mich schon ein bisschen drauf, auf diese Brücke. Wir sehen, wie der gelbe Balken hier so ein bisschen runter geht. Und wir sind eigentlich theoretisch im Windschatten. Das sollte eigentlich nicht schlecht sein. Oh, oh mein Gott. Guck dir die Windkante an, was sie schon gemacht hat. Eieieiei. Das liegt auch ein bisschen vielleicht daran, dass wir hier Stress machen. Vielleicht sollten wir dann weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wer da hinten ist. Aber kann man das hier mit Favoriten vielleicht so sehen? Laporte. Aber es sieht nicht nach Gesamtwertungs, Typen aus. Dann gehe ich immer auf die entspannte 87 mit Konrad. Oh, da ist noch was gebrochen. Uiuiuiui. Das ist actually vielleicht nicht schlecht, was wir hier machen. Vielleicht echt eine gute Idee. Guck dir die da hinten an, wie die am Kämpfen sind. Ach du heiliges bisschen, da werden heute Leute aber richtig Zeit verlieren, wie das aussieht. Aber so richtig. Wobei, es sind noch, also der Drops noch lange nicht gelutscht, ne, aber. So, ich gehe jetzt mal auf die 90. Weil wir sind ja auch hier bald schon am Ende. Ich glaube, da kann ich mal ein bisschen reinhauen. Ich weiß nicht mehr. Früher hatte ich da voll den Plan von. Aber das ist schon ein bisschen her, actually. Deswegen. Ja, es ist auch nochmal ein neuer Lernprozess. Muss ich sagen.
denke, ihr seht mir das auch nach. Hier gehe ich jetzt nochmal richtig Gas. Dann kann ich, glaube ich, auch schon hier mit Mallen weitermachen. Hey, na, hallo. Nach links, bitte. 74 Leute in dieser Gruppe und da reißen gefühlt immer noch Leute hinten ab. Roglic ist da hinten. Eieieiei. Imagine, ich würde jetzt hier einfach Zeit auf Roglic schon rausholen. Aber gleich ist die Windkante auch schon wieder vorbei. Insofern wahrscheinlich eher nicht. Kemner kann man weitermachen. Oh, warte mal, jetzt machen die anderen aber auch Stress, okay, das heißt. Schachmann 99. Kemner aus dem Weg. Und gleich anfangen schon mal mit Rolle zu sprinten. Und zwar jetzt, würde ich sagen. Das heißt auch Schachmann. Erstmal kurz aus dem Weg. Und dann. Oh, das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Das sind nur Vermeersch und Alaphilippe, die da mit dabei sind. Und guck mal, was sie hier schon für eine Lücke haben klaffen lassen. Vlasov ganz ehrlich. Vlasov. Oh no. Also ich glaube, nee, ich glaub, Vlasov ist halt gut jetzt positioniert. Das kann ich auch so sagen. Den Rest muss er alleine hinkriegen. So, bei 1,5 Kilometern oder so kann ich dann eben auf Van Poppel. Oh, das wird eng. Das wird eng. Oh, das war zu früh. Das war zu früh. Das war actually zu früh. Okay, es geht nicht mehr so wie damals, echt. Scheibenkleister. Okay, gehe ich auf 90 dann, oder? Ja, es war actually doof, glaube ich. Oh, damn. Oh. Das reicht nicht, oder? Für die 0,9 Kilometer Scheibenkleister. Ich bin so schlecht, es tut mir leid, ey. Der Grüne wegen, oder? Würde ich sagen. Wie viel hat der gerade? 68, das ist deutlich mehr. Eieieiei. Oh, aber es sieht gut aus. Wir erreichen das Hinterrad. 0,7. Blasus kann auch das Energiegel benutzen, auf jeden Fall. Boah, guck dir die Abstände an. Das wird gleich nochmal ziemlich spannend. Ich glaube, ich warte noch auf 0,6, oder? Gehe ich jetzt schon für den Sprint? Nee, ich warte noch, ich warte noch. Ich warte noch, ich warte noch, ich warte noch. Oh, es reicht nicht. Ich muss einfach dahinter bleiben, damit ich vielleicht noch ein Top-3-Ergebnis erziele. Ich werde nicht mehr vorbeiziehen können. Perfekt. In dem Moment. Grüne Weg. Nein. Nein. Oh nein, ich hab. Nein, wo ich das gesagt habe, ich habe gedacht, Grönewegen zieht durch, aber er hat wirklich auf den letzten Metern noch, glaube ich, an Kraft verloren. Guck mal, ich bin Erster da. Hier bin ich Erster gerade. Ich hätte einfach dann, da wo ich das gesagt habe, ich bleib dahinter, in dem Moment hätte ich es nicht tun sollen, sondern sprinten sollen. Und dann wäre ich Erster geworden. Da wäre ich so, wahrscheinlich sogar Erster geworden, nicht nur irgendwie Top 3. Oh no. Aber immerhin, es war eine sehr lehrreiche Etappe für mich. Ich glaube, damit kann ich wirklich gut arbeiten für die nächsten Etappen. Auch wenn es nicht so viele Sprint-Etappen, glaube ich, gibt in der diesjährigen Tour de France. Ich glaube, damit kann ich echt gut arbeiten mit den Informationen, die ich hier gerade gesammelt habe. Wir haben Van Poppel auch auf 13 und Vlasov sogar auf 19. Und jetzt bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt. Oh nein, Konrad und Schachmann haben es sogar hinten nicht geschafft, aber es ist nicht so schlimm. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Abstände. Oh ne, die sind alle noch same time bis hier dann Daniel Oss. Oh, dann werden es wahrscheinlich alle Klassementsfahrer geschafft haben, schätzungsweise.
Ja, ein paar gute Helfer sind halt. Oh, Junge. Ich wäre doch auf 7 Minuten 11. Auf so einer. Oh, Chavez zum Beispiel. Das sind alles so Edelhelfer. Chris Froome. Ich kann jetzt gerade keinen Klassementfahrer ausmachen. Roglic ist auf jeden Fall noch Platz 1. Der hat es noch mit reingeschafft. Pogacar beispielsweise auch. Schachmann auf Platz 12 in der Gesamtwertung, ey. Nice. Kemmler 19. Ja, Pinot, Martinez sind alle noch irgendwie dabei. Aber, naja, gut, ein paar Edelhelfer können wir abhängen. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Actually, es ist wirklich einfach nur schwer zu sagen. Wir haben es auf jeden Fall mit vorne reingeschafft mit Vlasov. Platz 27 schon mal. Ist nicht schlecht. So schon mal zum Beispiel vorne im Bardet, aber das hat wahrscheinlich jetzt eher mit dem Zeitplan zu tun. Genau, Sprintwertung. Huiuiui, wir sind schon einiges hinter Caleb Ewan. Aber da ist trotzdem noch lange nicht der Drops gelutscht. Da kann auch einiges gehen. Bergwertung relativ unspektakulär nach dieser ersten Etappe. Ja, auch hier. Das noch ziemlich wenig Aussagen. Teamwertung vielleicht. Ja, immerhin Platz 7. Ich glaube, Platz 9 waren wir davor. Cool. Wie gesagt, eine relativ lehrreiche Folge. Wir werden jetzt noch mal eine Sprint-Etappe haben in der nächsten Folge. Also morgen, denke ich mal. Glaube ich. Ja, doch, morgen müsste es sein. Genau, vielleicht kriegen wir hier ein besseres Ergebnis hin. Ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe viel gelernt durch die Etappe gerade. Deswegen hoffe ich doch, dass zumindest ein Top 3 Finish drin ist. Natürlich werden wir auch hier wieder versuchen, den Sieg einzufahren. Versprechen kann ich es natürlich auch nicht. Aber es sollte schon unser Ziel sein, glaube ich, mit Sam Bennett. Aber ja, auch mit einer Top 3 Platzierung wäre ich natürlich am Ende zufrieden. In dem Sinne, war es das von dieser Etappe. Macht's gut und bye bye.